2020 geht seinem Ende zu. Viele Menschen werden zurückblicken und sich fragen, was ist passiert, was hat unser Leben besonders beeinflusst oder welche Menschen. Die Antwort für alle wird Corona sein. Denn 2020 wird als Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Diese Naturkatastrophe hat unser aller Leben beeinflusst und auch verändert, manchmal existenziell. Auf der einen Seite der Medaille stehen Betriebe, die Insolvenz anmelden mussten. Menschen, die ihren Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz verloren haben. Eltern, die sich Sorgen machten, was wird aus der Betreuung unserer Kinder und selbst ihre gesamte Kraft geben mussten, um diese sicherzustellen. Aber auch die Frage, wie geht es weiter? Auf der anderen Seite der Medaille steht aber auch ein Wir-Gefühl, ein Zusammenhalt, ein Miteinander, wie es dieses lange Zeit nicht mehr in diesem Land gegeben hat. Viele Menschen haben sich um ihre Nachbarn, ihre Freunde gekümmert. Vorneweg diejenigen, die Tag für Tag, Nacht für Nacht für unsere Gesundheit sorgen, auch aktuell. Pfleger, Krankenschwester, Ärzte oder aber das medizinische Personal in der Fläche, vom Heilmittelerbringer über die Hebamme bis zum Apotheker. Sie sind für uns da, ebenso wie übrigens die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel, bei den Geschäften, die zurzeit noch geöffnet haben, damit die Grundversorgung sichergestellt ist. Alles keine Selbstverständlichkeit. Besonderer Augenmerk war für mich in diesem Jahr auch diejenigen, die ehrenamtlich tätig waren, die ihre Zeit und Kraft gegeben haben und es nach wie vor tun, um anderen zu helfen, für den erkrankten Nachbarn einzukaufen oder demjenigen, der sich nicht mehr bewegen konnte, vielleicht auch mal den Hund auszuführen, vor dem Seniorenheim zu musizieren und so vieles mehr. Dies ist der gute Teil diesen Jahres. Übrigens auch wie die Frage, dass das Ziel, dem sich viele verschrieben hatten, nach immer höher, immer weiter, immer mehr, in Frage gestellt worden ist. Denn was ist wirklich wichtig? Das hat Corona uns auch gezeigt. Es ist Gesundheit, Familie, Freundschaft, ein sicherer Job, etwas zu essen, Wärme und am Ende Zufluchtsmöglichkeiten. Alles das gibt es in diesem Land, in diesem wunderbaren Land. Wir haben versucht, dies ein Stück zu flankieren als Politik. Mit vielen, vielen Geldern, die wir auf den Weg gebracht haben, um Betrieben zu helfen, um Menschen in der Arbeitslosigkeit besser abzusichern, um Kurzarbeitnehmern zu helfen, aber ebenso Familien zu unterstützen und. Das ist Geld. Es kann aber, wie gesagt, die Leistung der Menschen nicht ersetzen. Und deshalb hat mich in diesem Jahr auch besonders bewegt die Tatsache, dass Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die im wahrsten Sinne des Wortes für uns durchs Feuer gehen, die uns helfen bei Katastrophen, angegriffen wurden. Das gehört leider auch zur Realität dazu. Und deshalb haben wir als Politik auch da reagiert und Strafen verschärft. Denn es kann nicht sein, dass diejenigen, die tatsächlich als Feuerwehrleute im THW oder in anderen Einrichtungen wie Malteser, Johanniter, DRK, DLAG oder wie auch immer für ihren Einsatz auch noch angegriffen werden mit Worten oder sogar bedroht. Das können wir nicht dulden und das werden wir nicht dulden. Dies zeigt, dass es mehr politische Themen gab in diesem Jahr, auch wenn sie im Hintergrund waren. Das betrifft übrigens ein Jubiläum, das mich nach wie vor besonders glücklich macht. 30 Jahre deutsche Einheit. Zwei Völker, die wieder zusammengeführt wurden 1990.
Etwas Einmaliges, was es zuvor in dieser Geschichte nie gegeben hat. Ein Glück, an dem wir uns heute noch erfreuen können. Auch dies war 2020. Mein Team und ich werden uns jetzt verabschieden, denn auch meine Mitarbeiter müssen sich im Lockdown um ihre Familien kümmern und das, was nahe liegt. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Aber wir werden uns wiedersehen. Das weiß ich, denn bessere Zeiten werden kommen. Der Impfstoff ist bereits da. Es wird geimpft. Und zwar zu Beginn die Risikogruppen, damit sie besser geschützt sind. Dann diejenigen, auf die wir gar nicht verzichten können. Und dann nach und nach alle anderen, die es wollen, denn es bleibt eine freiwillige Leistung. Keiner wird gezwungen. Aber viele sollten es tun, denn am Ende ist es so, je mehr wir aufeinander achten, je mehr wir für die Gesundheit von uns tun, tun wir auch für die Gesundheit der anderen. Und das sollte uns leiten in diesem Jahr wie im kommenden Jahr. Wir werden uns wiedersehen. Darauf freue ich mich. Deshalb wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und ich wünsche Ihnen für das neue Jahr alles, alles Gute, vor allem Gesundheit, Lichtblicke, Sternstunden. Wir sehen uns auf bald. Alles Gute, seien Sie behütet.